Man denkt zu wenig drüber nach, auf jeden Fall. Also wie das in meinem Vortrag war, dieses Risikobewusstsein muss auf jeden Fall gestärkt sein. Und da sehe ich auf jeden Fall Nachholbedarf, nicht nur bei den Unternehmern, sondern natürlich auch bei den Beratern und auch bei den Versicherern. Da fehlt jetzt noch viel an Informationen. Ich sehe auch teils noch einen großen Stolz bei der IT oder bei der IT-Sicherheit. Uns kann ja nichts passieren, wir haben ja davor gesorgt. Und das sehe ich so als, eigentlich als größten Fehler, das nicht einzusehen, was man für ein Risiko eigentlich hat. Das ist eher so das, was sie falsch machen. Im Schnitt, wir haben aktuell eine Studie rausgebracht, die ist auch ganz frisch, die kommt erst Montag raus. Da liegt der durchschnittliche Cyberschaden bei 193.000 Euro. Da sind natürlich auch Unternehmen gefragt worden, nicht nur kleinere Handwerksbetriebe, sondern auch größere Unternehmen, die natürlich auch Millionenschäden haben. Aber die 193.000 Euro haben mich selber auch sehr überrascht, weil das ist schon echt ein Beitrag, den kann man nicht so einfach aus der Kriegskasse dann auch zahlen. Noch nicht, sie ist noch nicht teuer, aber ich rechne fest damit, dass sich die Beiträge in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf jeden Fall verdoppeln werden. Es ist ja ein neuer Markt, da kaufen sich natürlich Versicherer auch erstmal rein, versuchen erstmal natürlich im Markt einen Standpunkt zu bekommen, aber wir merken jetzt auch schon gerade bei den größeren Versicherern, und es ist nicht im KMU-Bereich, es ist im Moment so ein bisschen noch Mittelstand, Industrie, wo die Schadenquoten aus dem Ruder laufen, die Versicherer wirklich massiv bis zu 300% anpassen müssen, natürlich auch den ihren Risikohunger verändern, auch die Einstiegshürden, um zum Versicherungsschutz zu bekommen, verändern. Aktuell sehe ich wirklich eine Cyberversicherung noch nicht als teuer. Ich kann mal als Beispiel eine Arztpraxis nehmen mit 1 Million Jahresumsatz. Da legt man so ungefähr mit einer guten Versicherungssumme und einem guten SB von, ich sag mal 1000 Euro SB, 500 bis 1 Million Versicherungssumme, so ungefähr bei 1000 Euro, 1200 Euro brutto im Jahr. Das ist wirklich für das Risiko noch sehr, sehr gering. Man wundert sich dann auch, wie kommen denn überhaupt diese Prämien dann zustande? Aber liegt wahrscheinlich daran, dass der Markt einfach noch neu ist und sich die Versicherer einkaufen. Es ist tatsächlich unterschiedlich. Ich merke, dass so langsam der Heilsektor doch nachkommt. Es gibt die KGBV, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und auch der Zahnärzte, die auch jetzt schon eigene Richtlinien rausgeben und da auch reinstehen oder drinstehen haben, dass ein Risikotransfer empfohlen wird, zum Beispiel durch eine Cyberversicherung. Deswegen sehen wir da natürlich sehr, sehr viele Abschlüsse. Oder halt bei Unternehmen, die sehr online-affin sind, wie Online-Shops, die dann auch merken, hey, okay, wir sind zu 100% abhängig, wir sollten erst diesen Bereich gehen. Bei den größeren Unternehmen ist es tatsächlich so, dass da doch Handelsbetriebe, Logistiker, dass die dann erstmal das Thema wirklich schon auf dem Zettel haben und damit tatsächlich auch die meisten Schäden. Also es ist tatsächlich komplett auch unterschiedlich. Wir haben ja unser Portfolio über die letzten Jahre unwahrscheinlich erweitert. Wir fingen an mit 4 Cyberversicherern, wovon einer zum Beispiel gar nicht mehr auf dem deutschen Markt ist, sich auch schon verabschiedet hat, weil es einfach nicht lukrativ war. Und sind jetzt bei 25 und die brauchen wir auch, um natürlich auch das ganze Portfolio abzudecken. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel einen Arzt dann versichern sollen, dann gibt es von den 25 gegebenenfalls 15, die sagen, nee, Heilwesen machen wir gar nicht, da haben wir Probleme mit gehabt, da haben wir Schwierigkeiten und die anderen natürlich wieder im Einzelhandel und da ist natürlich der Risikohunger sehr, sehr groß und so kann man auch bei kleinen Unternehmen jetzt nicht die volle Bandbreite haben, sondern es kann sein, dass das, was ich mache für die Versicherer, einfach ein zu hohes Risiko sein, wo sie sich komplett verabschieden. Also das beste Beispiel ist der Versicherungsmakler. Wir Versicherungsmakler haben natürlich eine hohe Sensibilität an Daten. Wir wissen letztendlich alles über den Kunden, meistens mehr als der Arzt, der Ehepartner und das Finanzamt zusammen. Und da merkt man natürlich auch, dass renommierte, große Cyberversicherer Versicherungsvermittler gar nicht versichern, weil die sagen, es ist uns das hohe Risiko und das ist sehr, sehr volatil. Und deswegen haben wir im kleinen Bereich ihr Heilwesen, dann kommen die Online-Shops im größeren Bereich Logistik und Handelsunternehmen. Ja, auf jeden Fall gibt es immer Einstiegshürden. Beim Versicherungsschutz sollte man gerade auch im KMU-Bereich, also Unternehmen, so unterhalb von 10 Millionen, die zum Beispiel keine eigene Vertrauensschadenversicherung haben, mal darüber nachzudenken und darauf zu achten, dass auch der Bereich der Bedienfehler und auch der vorsätzlichen Schädigung durch Mitarbeiter automatisch mit drin ist. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man darauf zu achten hat. Das haben natürlich nicht alle Versicherer
mit drin. Und natürlich gibt es auch Einstiegshürden, die halt zum Beispiel auch den Versicherungsschutz ein bisschen bestimmen. Wir merken das bei den 25 Versichern, die wir haben, die haben komplett unterschiedliche Risikofragen. Das liegt erstmal daran, dass die einen nur kleine Unternehmen bis 10 Millionen versichern und haben dort ihre 5 bis 25 Risikofragen. Die anderen natürlich dann größere Unternehmen dann halt auch noch versichern. Und dann geht es um Risikoaudits, es geht um drei verschiedene Fragebögen, die erstmal ausgefüllt werden müssen, um halt zu schauen, okay, möchten wir dich überhaupt versichern, ja oder nein, und wie bist du aufgebaut? Ich drehe das Ganze halt immer so ein bisschen um. Ich sehe eine Cyberversicherung auch als gewisses Qualitätsmerkmal, weil der Cyberversicherer wird dich nicht nehmen, wenn deine IT nicht einigermaßen okay ist. Aber da unterscheiden sich auf jeden Fall auch die Versicherer. Da merkt man das auch so, die deutschen Versicherer tun sich da sehr, sehr schwer. Die machen doch mal eine Risikofrage mehr. Das heißt, grundsätzliche Risikofragen ist immer, machst du Backups regelmäßig? Ist der Virenscanner auf dem neuesten Stand? Ist die Firewall aktiviert? Und dann geht es natürlich auch noch weiter. Die fragen auch, wo der Umsatz herkommt. Hast du gegebenenfalls mit deinen Arbeitnehmerinnen dann halt auch schon schriftliche Vereinbarungen zur Arbeit im Homeoffice? Habt ihr eine Passwortrichtlinie? Und dann geht es immer und immer, immer weiter. Und es kommt dann eigentlich immer darauf an, wahrscheinlich, wie der Versicherer die Erfahrungen gesammelt hat und wo er natürlich auch die Risiken sieht. Aber auch da ist das bei den Einstiegshürden komplett unterschiedlich. Da muss man wirklich drauf achten. Und neben dem umfangreichen Versicherungsschutz sollte man auch immer schauen, okay, wie sind denn überhaupt die Spielregeln bei den einzelnen Versicherern? Habe ich viele Spielregeln? Wenn ja, welche sind das? Habe ich vielleicht in den Obliegenheiten noch was zu stehen? Das ist halt auch sehr unterschiedlich, weil es gibt tatsächlich noch Versicherer, die keine Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls haben, außer halt die Risikofragen, die sie vorab stellen. Die müssen auch eingehalten werden, das ist natürlich klar. Aber darüber hinaus sind erstmal keine. Und die anderen haben halt bestimmte Passwortrichtlinien, wie gerade eben schon erklärt, dann auch nochmal mit drin. Also es ist auch ein komplett schwieriger Markt, deswegen sehen wir da auch viel Erklärungsbedarf dem Kunden gegenüber, dem Vermittler, aber wir halten natürlich auch viel Feedbackgespräche mit den Versicherern, um denen auch mal so ein bisschen klar zu machen, hey, so ist der Markt, so agiert ihr und ihr müsstet auf jeden Fall da ein bisschen was optimieren. Was wir aber gemerkt haben, ist es, wenn man so ein bisschen mal in sein Portfolio schaut, hey, welche Gewerbebetreibende habe ich denn überhaupt bei mir im Portfolio, dann, wenn ich in die Ansprache von Cyber gehe, wirklich erstmal bestimmte Branchen rauszusuchen. Es geht erstmal nur darum, weil jede Branche ein anderes Risiko hat. Hatten wir gerade schon erzählt, die einen haben Cloud-Dienstleister, die arbeiten zum Beispiel auch mit Datev zusammen. Ich habe einen eigenen Server bei mir, ist natürlich erstmal verschieden, dass man sich erstmal auf die Steuerberater, Ärzte, Handelsunternehmen erstmal einstellt. Aber letztendlich macht es Sinn, den gesamten Bestand auch mal durchzuarbeiten, alles anzusprechen, weil ich da auch ein großes Haftungsrisiko bei der Nichtberatung, bei der Schlechtberatung im Bereich Cyber halt auch sehe. Auch da hatten wir schon den einen oder anderen Fall. Da kam auch der Vermittler auf uns zu, wo er sagte, ich musste tatsächlich meine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mal in Anspruch nehmen, weil ich wegen Falschberatung in Anspruch genommen wurde. Das Problem ist nur, ich habe nicht falsch beraten, ich habe nämlich gar nicht beraten, weil ich das Thema Cyber überhaupt nicht angesprochen habe, nicht protokolliert habe. Und da sehe ich eher natürlich auch ein großes Risiko. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, man kann zwar zielgerichtet auf einzelne Branchen gehen, aber man sollte seinen gesamten Versicherungsbestand ansprechen. Ja, es gibt Überschneidungen, so nennt man das, weil so ein Cybervorfall kann natürlich verschiedene Facetten haben. Es kommt aus dem Bereich Rechtsschutz, aus dem Bereich Vermögensschäden, aus dem Bereich Elektronik. Da sieht man immer so ein paar Nuancen, die gegebenenfalls auch, ich sage jetzt mal, eine Doppelversicherung darstellen könnten. Da muss man halt sehr im Konjunktiv dann halt auch sprechen. Ist meistens so der Haftpflichtbereich, weil Datenschäden, Cyberschäden sind halt erstmal Vermögensschäden. Das ist keine Person oder keine Sache. Das heißt, wir sind schon mal so ein bisschen in diesem Bereich dann auch noch drin. Aber es ist letztendlich keine Doppelversicherung, weil A, ein großer Vorteil von einer guten Cyberversicherung ist erstmal die Vorrangigkeit. Das bedeutet, in den Bedingungswerken steht drin, sollte der Schaden auch durch einen anderen Versicherungsvertrag abgesichert sein, geht die Leistung der Cyberversicherung vor. Das heißt, der Kunde muss sich erstmal gar keine Gedanken machen, wen rufe ich denn jetzt überhaupt an, sondern ich rufe den Cyberversicherer an. Und auch da muss man natürlich angeben, ich habe zum Beispiel eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, dass der Cyberversicherer mit der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung dann halt auch nochmal spricht. Natürlich wird da auch die eine oder andere Rechnung wahrscheinlich dann auch hingehen. Aber das ist da noch sehr, sehr pragmatisch gehalten bei den Cyberversicherungen. Und ja, es gibt Doppelversicherungen, aber nicht in dem Sinne, dass ich zweimal eine Hausratversicherung abgeschlossen habe. Und von daher hat eine Cyberversicherung immer noch ein absolutes
Alleinstellungsmerkmal. Wir haben aktuell Unternehmen versichert, die mit amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten und die tatsächlich in den Verträgen drinstehen haben, wir erwarten von ihnen eine Vermögensstandhaftpflichtversicherung und auch eine Absicherung von Cyberrisiken in einer bestimmten Versicherungssummenhöhe. Sonst gehen wir mit ihnen die Zusammenarbeit nicht ein. Also aufs Dach geht, das gibt es schon. Aktuell ist tatsächlich noch zu wenig, auch gerade auf dem deutschen Markt. Wie gesagt, wenn amerikanische Unternehmen dann anfragen, steht es auch schon mal mit in den Verträgen drin. Was wir aber schon das ein oder andere Mal mitbekommen haben, dass nicht nur Institute danach fragen, sondern auch Versicherer danach fragen, auch gerade die DNO. Die DNO sagt, die natürlich auch, wenn es richtig schief gegangen ist, auch gerne mal einen Cyberschaden übernimmt, aber nur aufgrund dessen, weil natürlich auch ein Organ dann dadurch halt in Regress genommen wird. Und da sagt auch schon der ein oder andere D&O-Versicherer, ist alles gut und schön, wir packen aber entweder den Cyberbereich erstmal in den Ausschluss oder wir möchten gerne sehen, dass du eine Cyberversicherung hast. Was das gibt es. Das ist immer die Frage, welcher Schaden entsteht denn daraus? Grundsätzlich, wenn man einen Unternehmer oder eine Unternehmerin hat als Privatperson und zum Beispiel wird der Facebook-Account dann halt auch gehackt. Gehackt heißt eigentlich nur, es wird das Passwort meistens rausgefunden und da wird natürlich auch passieren halt ein paar Sachen wie ein Identitätsdiebstahl. Ich schreibe da irgendwelche komischen Sachen rein, ich spreche mich einer Partei zu, die ich vorher dann abgelehnt habe. Dann ist immer die Frage, welcher Schaden ist denn erstmal entstanden? Das würde ich auch erstmal in einer privaten Cyberversicherung sehen. Bedeutet, ist ein Schaden erstmal für mich entstanden, jemand war bei mir im Account, das muss erstmal rückgängig gemacht werden. Dann natürlich auch, schadet es nur mir, schadet es auch noch anderen, dann hätten wir so einen kleinen Haftpflichtteil. Identitätsdiebstahl sehe ich aber im privaten Bereich nicht so groß wie im Unternehmensbereich. Da ist natürlich klar, wenn jemand unter falscher Flagge herausfindet, dass wir mit ihm zum Beispiel zusammenarbeiten und auf einmal sieht der Blender und ich weiß nicht, ich verkaufe ihm was, ich schreibe ihm eine große Rechnung und sowas, das kann natürlich auch schon mal einen riesengroßen Reputationsschaden geben. Und deswegen sehe ich das größte Risiko, wenn eine Identität geklaut worden ist und damit gearbeitet wird, für Unternehmen, weil dort die Reputation wirklich angreifbar ist. Es ist letztendlich ja egal, ob ich es geschrieben habe oder nicht, mein Name steht dort und wenn ich natürlich auch dann nach 2 Wochen sage, ich war es gar nicht, ist trotzdem der Schaden da und es hat immer so ein kleines Geschmäckle. Deswegen sowohl für beide ist es ein großes Risiko, aber eher im Unternehmensbereich. Es kommt immer darauf an, weil nicht jeder Cyberversicherer ein Lösegeld in seinen Bedingungswerk mit drin hat. Manche haben es gar nicht mitversichert, liegt aber auch meistens daran, dass der Rückversicherer sich dagegen so ein bisschen gesträubt hat. Grundsätzlich ist es so, die haben es mit drin. Manchmal auch ein bisschen Sublimit, manchmal bis zur Versicherungssumme. Und ja, ganz wichtig ist aber immer der Passus und den hat jeder Cyberversicherer bei sich im Bedingungswerk stehen und dieser ist mit dem Versicherer abgesprochen. Das bedeutet halt, dass man jetzt nicht diese Eigeninitiative machen soll und ich bezahle das Lösegeld in Hoffnung, ich kriege meine Daten zurück und dann zahlt es der Versicherer. So geht es nicht. Also es geht immer nur alles unter Absprache mit dem Versicherer, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und wie ich genau im Vortrag auch schon gesagt habe, bevor die Entscheidung da ist, das Lösegeld zu zahlen, muss vorher viel, viel mehr gemacht werden. Das bedeutet erstmal, die Forderung, die ich habe, der schwarze Bildschirm, was bedeutet der für mich? Ist der Bildschirm, ist der PC, ist das System, wurde was geklaut, muss ich dem nachkommen? Gibt es vielleicht auch schon Entsperrcodes für diesen Trojaner, weil er ein bisschen älter ist und diese IT-Forensiker, diese IT-Spezialistenbude, die hat vielleicht auch schon mal dort Entsperrcodes. Ist es vielleicht, ich nehme als Beispiel ein russisches Unternehmen und ich selber habe auch russische Wurzeln, weil Russen untereinander dürfen sich nicht hacken, dass ich da vielleicht charmant rauskriege. Hacker haben auch einen Support, wo man anrufen kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, erstmal zu schauen, wie komme ich aus der ganzen Misere raus. Und dann nachher wird sich erst entschieden, okay, müssen wir Lösegeld zahlen, ja oder nein. Und wie ich das auch schon mal gesagt habe, das Politikum ist halt auch dort. Ich als Unternehmen, möchte ich Lösegeld zahlen, möchte ich kriminellen Machenschaften unterstützen, dadurch, dass ich zum Schaden gekommen bin und denen auch noch Geld dafür gebe oder halt nichts. Also es gibt verschiedene Parameter, die man vorher erstmal komplett abstecken muss, bevor man überhaupt Lösegeld zahlt.